Kuckuck. Warum passiert mir das immer wieder? Komm, 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 komm. Ja, hallo, ich bin der Vari. Und ich bin hier gerade in der Uckermark. In einem Wald. Ziemlich nahe an der Havel. Suchen wir gerade einen Rastplatz. Wir haben es mittags. Ich habe Hunger und ich will was kochen. Das ist jetzt ein Seitenarm der Havel. Und hier irgendwo will ich einen Lagerplatz mir suchen. Hier war eigentlich schon richtig geil. Aber ich guck mal noch ein bisschen. Ein bisschen Hühnchen. Sieht ein bisschen komisch aus. Und Currypaste. Das ist, sieht sehr komisch aus. So, jetzt sieht es glaube ich ein bisschen besser aus. Abfall nehmen wir natürlich auf jeden Fall wieder mit. Packen wir mal ein hier, damit nichts rumfliegt. Die Currypaste habe ich hier schon raufgemacht. Die kann ruhig ein bisschen mitrösten, das ist nicht schlimm. Das riecht lecker. Dazu gibt es ein bisschen China-Gemüse. Bambussprossen, Mungo, Sojakeimlinge, Paprika, ein bisschen Mohrrübe ist mit bei. Schluck Wasser rauf. Fertig. Das ist ein ganz einfaches Curry. Ein ganz einfaches indonesisches Curry. Das lassen wir jetzt noch kurz mal durchkochen. Ich habe jetzt mal gewechselt auf den Topf, weil in dem ist das Durchkochen doch etwas einfacher als mit der Pfanne. Einfach nur so als Eintopf sozusagen, als Curry-Hühnchen-Eintopf. Es ist heiß. Das Curry ist wirklich gut. Ich werde das jetzt hier noch genießen und dann. Wenn man länger Wasser filtern möchte, diese Beutel haben hier oben immer so eine kleine Stelle. Die könnte man durchbohren und den Karabiner hier oben durchmachen. Das habe ich ein paar Mal schon gemacht. Das hält auch eine ganze Weile und dann kann man den Beutel anhängen und auch Wasser transportieren, ohne dass was rausläuft, weil das ist hier drumrum abgestanzt und verklebt. Und dann könnte man das anhängen und kann dann in Ruhe was anderes machen, während das hier durchtröpfelt.
Zum Abendbrot gibt's Bla-Bla-Band. Ach so, nee, Entschuldigung. Nur Bla, einmal Bla. Ist ein bisschen preiswerter als Traveler Food und was man sonst so kennt. Oh, das war schon ein bisschen zu lang. Mm. Alter Schwede, schmeckt das geil. Das hier, Bla Ben Chicken Meatballs with Spicy Tomato, das schmeckt richtig geil, richtig lecker. Hier. Was gibt's zum Frühstück? Ich habe mir heute einen Kuchen mitgebracht. Kuchen aus der Dose. Es gibt Spreesorten, die wirken überhaupt nicht. Oder nur sehr schlecht. Also, Autan ist ja geil, aber das hier von Rossmann, das... Kriegt man ein bisschen schwer raus hier. Sehr trocken. Aber gut. Weg da, weg von meinem Cappuccino. So, ich habe schon gepackt. Mein Bivi abgebaut. Aber bevor es jetzt losgeht, werde ich noch eine Kleinigkeit essen und noch einen Kaffee trinken. Bei mir gibt es heute Beef Stroganoff. Lightweight Food. So wie es jetzt ist, 125 Gramm und wenn es fertig ist, sind es 500 Gramm. Ich mache mir erstmal meinen Kaffee warm. Madeirischer Cappuccino. Portugiesischer. Den habe ich mir noch da gekauft, auf der Insel da. 3,23. 14 Gramm, 0,5 Unzen. Okay. Also die Steuerung mit dem Mikrofon ist geil. Wenn ich drauf drücke, kann ich die Aufnahme starten und stoppen. Piep, piep. Das ist cool. Eigentlich könnte man sich das ja auch in einem Topf warm machen. Dann brauche ich mich nicht so rumquälen mit dem Löffel hier drinne. Gucken wir mal, wie es schmeckt. Gucken wir mal, wie es aussieht. Bei der langen Wartezeit, die man hier hat, da wird es viel billiger sein, wenn man sich Reis selber kocht.
Und schmecken tut es auch nicht. Naja, gut, okay, es geht. Aber doll ist nicht. Der Reis ist total zerfallen irgendwie. Es ist dafür da, dass man sich Wasser heiß macht und es reingießt und isst, ohne dass man seinen Topf einsaut, wenn man unterwegs ist, auf der Parkbank sitzt oder so. Diese Packung hier hat 432 Kilokalorien. Warum bin ich denn überhaupt eigentlich hier in der Uckermark? Weil ich eine Wildkamera aufstellen möchte. Und zwar die HC700G mit Funkübertragung, also mit E-Mail-Übertragung. Und deswegen laufe ich gerade hier lang. Da suche ich mir jetzt hier irgendwo einen schönen Platz. Okay. Ja. Also, Kamera hängt. Bin ich ja gespannt, was hier an Wild vorbeikommt. Hier ist der Akku auch alle. Und die Speicherkarte ist auch fast voll. Na wunderbar. Dann verabschiede ich mich. Die Bilder, die die Kamera schickt, die hänge ich natürlich hinten dran. Und jo, dann sehen wir uns, wenn ich sie wieder abhole, in so etwa, naja, einen Monat. Meinen Sie schon aufgebaut? Ich filme gerade mit Doppelkamera. Das heißt, hinter mir sieht man das Geartop-Baby und vorne sieht man das auch. Ah. Cool. Baut gerade einer sein Bivi auf. Heute gibt es mal eine Pizza im Wald. So, nach exakt 4 Wochen und einen Tag bin ich wieder zurück in der Uckermark, meine Kamera holen. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch da ist. Sie sollte mir eigentlich Bilder senden, aber kann sein, dass hier nicht so richtig Empfang ist oder was weiß ich. Das ist ja eine Kamera, die weltweit arbeiten kann mit sämtlichen SIM-Karten. Da kann es dann auch schon vorkommen, dass sie dann mal nicht sendet. War ja auf Madeira auch so, da hat es ja die letzte Woche nicht mehr gesendet, hat aber weiterhin aufgenommen. So, das sollte eigentlich die richtige Stelle hier sein. Sie ist noch da. Wie drehe ich die jetzt um? Hier. So. Sie ist noch da. Ach, das blaue Schloss hatte ich gerade gemacht. Gut. Okay. Na, dann gucken wir mal nach, was jetzt drauf ist. Jetzt keine Ahnung, warum die nicht angeht. Gut, dann muss ich mal zurück zum Lagerplatz gehen und nachgucken. Ich bin heute nicht alleine am Lagerplatz. Wir haben unser Nachtlager aufgeschlagen. Ich wollte ihm den Platz zeigen, was das für eine ruhige Ecke hier ist. Kein Naturschutzgebiet. Das ist hier Forstwald.
Und deswegen sind wir heute zu zweit hier, haben unser Nachtlager schon aufgeschlagen, haben uns eine Pizza von da vorne vom Campingplatz mitgebracht. Die haben wir schon gegessen. Ganz einfach einen ruhigen Abend verbringen, sozusagen. So, ich glaube, ich werde dort weiterhin nicht filmen, aber die Aufnahmen, die die Kamera jetzt gemacht hat, die zeige ich euch. Ich vermute mal, dass die Batterien einfach leer sind und die deswegen jetzt nicht angeht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken von den Aufnahmen. Meine Videos kommen immer freitags um 12, wenn es keine technischen Probleme gibt. Wenn ihr abonnieren drückt, dann verpasst ihr den nicht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Wari. Zu der Kamera in der Uckermark. Da hat mir die Technik leider wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich habe dort in der Ortschaft mir neue Batterien gekauft, habe diese eingelegt und habe nicht bemerkt, dass die leer sind. Das heißt, die Kamera hat nur eine einzige Aufnahme gemacht und das war die, die ich zum Test gemacht hatte. Weitere Aufnahmen sind nicht entstanden. Ach, da springt gleich ein Reh vor mir weg. Ist natürlich schade, aber es war trotzdem eine schöne Tour. Ich werde mir den Platz dort merken und werde höchstwahrscheinlich irgendwann nochmal dorthin fahren und dann wirklich eine Kamera aufstellen und die Batterien vor allen Dingen kontrollieren. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Gefallen an der kleinen Tour, die ich da gemacht habe. Beim zweiten Mal nur sehr kurze Aufnahmen zusammen mit meinem Kollegen. Aber es war eine schöne Tour. So, jetzt verabschiede ich mich tatsächlich. Bis dann. Ciao. Euer Wari. Ich habe wieder viel zu viel Gepäck. Huch. Ja, hallo, ich bin in. Bla 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 bla. Passt ja hervorragend.